Vor ungefähr 6 Wochen haben Sophie und ich unserer Hündin Mai das Sprechen beigebracht. Angefangen hat das Ganze damit, dass die Sprachtherapeutin Christina Hanger angeblich erfolgreich eine Methode der unterstützten Kommunikation auf ihren Hund Stella angewandt hat. Bin ich das? Essen. Thomas. Was ist los? Mai. Was will die Mai? Streicheln. Ach, die Mai will streicheln. Ja, komm her. Aber viel mehr als das haben wir eigentlich aufgedeckt. Wie man durch geschickte Kommandos... Alles klar, ich sag Thomas, dann drückt sie auf den Thomas-Button. Trickserei hinter der Kamera. Streicheln. Ach, die Mai will streicheln. Ja, komm her. Super. Oder auch einfach Zufall. Die Illusion eines sprechenden Hundes erzeugen kann. Und dass der TikTok-Trend aus den USA vielleicht auch eher eine Kombination aus Zufall und großzügiger Interpretation ist. Und da stellt sich jetzt mir die Frage, wenn man mit relativ leicht fakebarem Content in den USA Millionen von Klicks erzielen kann, klappt das dann auch einfach so 1:1 in Deutschland? Und wie reagieren die Leute? Glauben die das? In den vergangenen 30 Tagen waren wir aktiv auf TikTok und haben regelmäßig Videos von unserer Hündin gepostet, in denen sie vermeintlich spricht. Schau. Ja, wohin soll ich schauen, Mai? Sophie. Zu Sophie? Sophie. Okay, ich schau mal nach der Sophie. Samt süßem Profilbild und niedlichen Beschreibungen. Und das ist dabei passiert. Alles beginnt mit einem Profil, das wir jetzt erstellen werden. Als Name haben wir uns für Mais Instagram-Namen entschieden, MyDogMai. Das Profilbild wird auch von Instagram genommen. Perfekt. In die Beschreibung schreiben wir, ich kann sprechen und ein paar süße Emojis sowie einen Link zu meinem YouTube-Video mit der Überschrift, so habe ich sprechen gelernt. Damit sind wir transparent und jeder Zuschauer kann sich ein Bild davon machen, wie die Mai denn wirklich spricht. Das erste TikTok, das wir gepostet haben, habe ich einfach aus dem YouTube-Video geschnitten. Ich muss mich ja schon ein wenig zurechtfinden, weil das mein erster TikTok aller Zeiten war. Doch dann war auch schon raus, in seiner freien Wildbahn. Während der Post sich jetzt seinen Weg in den Feed der User bahnt, kann ich mal ein bisschen was davon berichten, wie ich die Plattform als Konsument wahrnehme, weil... Also, ja, wenn man sein Profil und seine Likes und seine Kommentare abchecken will, kommt man beim Starten der App nicht an der Startseite der App vorbei. Und so kann es schon mal passieren, dass seine Aufmerksamkeit ein bisschen gecatcht wird und man 5 Minuten scrollt. Oder 50. Es ist schon echt schwierig, den Content auf TikTok zu beschreiben, aber ja. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist genau der Cringe, der der Plattform seinen teils schlechten Ruf verliehen hat. Auch extrem materialistische und oberflächliche Inhalte prägen die Landschaft der Plattform. Und der Trend von Videos wie diesen, in denen jemand, natürlich gestellt, ja so cool ist, dass irgendwelche Girls dafür ihren Freund betrügen. Und das findet dann jeder super toll. Ja, dieser Trend ist nur die Spitze des Eisbergs. Aber viele sagen ja, man muss dem Algorithmus Zeit geben, sich kennenzulernen. Also habe ich das gemacht. Und nach 30 Tagen, wovon ich zugegeben nach 2 Wochen als Konsument gar keine Lust mehr hatte, sieht meine Startseite so aus. Wissenschaft, ein bisschen Fotografie, etwas Finanzen, eine Prise Sport und mittlerweile könnte ich Stunden so weitermachen. Also mega gut, oder? Dinge, die mich interessieren. Sport, Finanzen, Reisen. Naja, die TikTok-Kultur zwingt seine Creator scheinbar meiner Erfahrung nach irgendwie auf unsichtbare Art und Weise dazu, ihren Content auf extrem oberflächliche Art und Weise zu erstellen. Man schaut sich ein zuerst spannendes Video an in der Hoffnung auf Auflösung, nur um dann mit einem Link zu irgendeiner Webseite vertröstet zu werden. Jeder versucht irgendwie auf Krampf hip und cool sein und ich kann es nicht genau definieren, aber selbst hochqualitativer Content, der mich eigentlich interessiert, ist auf TikTok meistens irgendwie eklig. Und dann reden die auch immer so schnell, weil man natürlich innerhalb von 60 Sekunden überhaupt nichts rüberbringen kann. Und jeder, der wirklich irgendwie was rüberbringen will, dem ist klar, dass das auf TikTok halt einfach nicht das richtige Format ist. Mittlerweile sind 24 Stunden vergangen und unser Video hat 170.000 Aufrufe und 20.000 Likes. Was zum Henker? Das kann doch nicht so leicht sein, oder? Oh Mann, bestimmt war das nur ein Glücksgriff. Aber um das herauszufinden, wird direkt der nächste Post gepostet. Aber wie hat das TikTok-Publikum auf unseren Fake reagiert? Wer ist auch von YouTube? Ich glaube jetzt nichts mehr auf TikTok. Ist halt echt unglaublich, wie einfach das geht. Wie hast du ihm das beigebracht? Könnt ihr noch mehr Videos machen? Wie bringt man das bei? Möchte das mit unserem auch probieren? Wie geil ist das denn bitte? Hat bestimmt lange gedauert, dir das beizubringen, oder? Die meisten glauben das also. Und auch der Anteil von denen, die wissen, wer oder was hinter dem Ganzen steckt, wird in den zukünftigen Posts von Mal zu Mal abnehmen. Unser zweites TikTok bekommt deutlich weniger Klicks. Und als ich abends ins Bett gehe, ist er gerade mal bei 15.000. Puh, war also doch nur ein Glücksgriff.
Dieser Post läuft einfach besser als meine YouTube-Videos und ist am Ende des Tages bei über 700.000 Aufrufen. Mittlerweile sind das über 2,9 Millionen innerhalb von knapp einem Monat auf einen billigen, recycelten Clip, den ich auf einen 2 Tage alten Account mit ein paar Followern hochgeladen habe. Ironischerweise hat dieses Video nach einem Monat so viele Klicks wie mein meistgeklicktes Video nach 2 Jahren auf meinem YouTube-Kanal mit knapp 600.000 Abonnenten, der seit mehreren Jahren jede freie Sekunde meines Lebens in Anspruch nimmt und mein Lebenswerk darstellt. Nice. Aber wie viel sind eigentlich diese TikTok-Klicks wert im Vergleich zu YouTube? Meine ursprüngliche Annahme war, dass Videos auf TikTok nur so viele Aufrufe haben, weil Leute am Großteil des Contents nur vorbeiwischen. Aber wenn man mal die Interaktionsrate von YouTube mit hier zum Beispiel 2000 Kommentaren und 100.000 Likes auf knapp 3 Millionen Views mit der von TikTok vergleicht, wird schnell klar, dass das nicht unbedingt stimmt. Denn dort sind es ähnlich viele Kommentare und 400.000 Likes auf dieselbe Klickzahl. In der Tat, weniger wert sind TikTok-Views, aber tendenziell, was das Finanzielle angeht. Nicht zuletzt, da es selbst für die meisten großen TikTok-Nutzer noch keine richtige Monetarisierungsinfrastruktur gibt, wie man sie zum Beispiel von YouTube kennt. Aber jetzt hat es uns halt schon interessiert, ne? Wenn direkt die ersten 2 Posts solche Hits sind und innerhalb von 2 Tagen 19.000 Follower mitgebracht haben, wie sieht das dann nach einem Monat aus? Hochgerechnet auf 30 Tage wären das nämlich 285.000 Follower. Aber komm, so leicht kann es doch nicht sein, oder? Oder? Bitte? Direkter Post am nächsten Tag, wieder ein Hit. Tag 4, super erfolgreich. Das TikTok am Tag 5 geht auch komplett steil. In den ersten 7 Tagen haben sich also durch Daily Posts über 50.000 Follower angesammelt. Mit Clips zwischen 100.000 und buchstäblich über 1 Million Views. Und hier jetzt auch schon die ganze Auflösung des Videos. Wir haben den Rest des Monats nicht komplett daily gepostet. Aber trotzdem waren es am Ende knapp 80.000 Follower. Und das alles halt irgendwie nicht echt. Die meisten Leute, die sich die Videos mittlerweile anschauen, die, glaube ich, haben nicht so den Plan, was da eigentlich abgeht. Auch wenn es einige gibt, die wissen, was abgeht, aber sich die Videos trotzdem einfach gerne anschauen, weil es halt einfach lustig ist, so einen Hund zu sehen, der auf irgendwelche Knöpfe drückt. Finde ich auch lustig. Als Konsument selber ist meine Meinung, wie gesagt, finde ich TikTok nicht so gut. Aber weil einfach gefühlt jeder im Team, also Sebastian, Felix, LA, absolut süchtig davon sind und weil sich das vielleicht auch ein bisschen ändern muss mit dem schlechten Content, findet ihr jetzt auf TikTok nicht nur Videos von Amai, sondern auch welche von mir zu den Selbstexperimenten und so weiter und so fort. Mein abschließendes Fazit ist, dass wenn man das jetzt mit der Mai komplett übertreiben würde und weiterhin daily posten würde, dass sie ganz flott über 1 Million Follower hat, das wäre eigentlich, glaube ich, kein Problem. Und das, finde ich, ist schon echt wild, ist schon echt verrückt. Aber TikTok hat natürlich auch Schattenseiten, nicht nur was das Unternehmen angeht, sondern natürlich auch was einige Nutzer angeht. Und so wird einiges an Content einfach gestohlen. Nicht nur so das Format nachgemacht, wie wir das jetzt hier gemacht haben, sondern wirklich 1:1 gestohlen. Und nicht nur das ist mir widerfahren, sondern sogar Identitätsdiebstahl. Auf meinem Zweitkanal gibt es jetzt ein Video, in dem ich der Tatsache so ein bisschen auf die Spur gehe. Das findet ihr hier irgendwo, genauso wie den Abonnieren-Button, den ihr drücken könnt, wenn ihr mich auf diese Reise begleiten möchtet. Macht's gut!